So, jetzt bin ich aber mitten im Spielgeschehen. Ich habe einen Viking und als Waffe Firebird. Und da schon der erste Kill. Wow, aber dennoch heute mit 3 Fragen und wieder einer Nutzerfrage vom selben Typen. Mann, Mann, Mann. Leute, ich will auch eure Fragen, ja? Also ich weiß nicht, was ich jetzt zuerst nehme. Ich habe 9 Fragen jetzt mal vorbereitet. Aber natürlich werde ich nur 3 wieder vorlesen. Aber ich weiß jetzt auch nicht wirklich... What the fuck? Habe ich jetzt... Na gut, mache ich mal jetzt erstmal die Nutzerfrage und zwar mit dem Pushen auf YouTube. Die Frage seht ihr natürlich wie immer eingeblendet. Und ja, also... Pushen ist eigentlich eine gute Sache, ne? In Spielen natürlich nicht, ne? Das ist natürlich blöd. Wenn man in irgendeinem Spiel, wie zum Beispiel in dem hier, pusht. Das ist natürlich böse. Darf man nicht. Denn das ist ja ein unerlaubter Vorteil, wenn man das so nennen darf. Ja, ja, sie schafft durch. Aber auf YouTube, ja, wenn man natürlich von einem anderen gepusht wird, ist doch gut. Denn man kann dadurch natürlich seinen Channel beliebter machen. Wenn halt, wenn es halt einen gibt, der sagt, ja gut, ich finde das gut, was du machst, ich werde dich ein bisschen unterstützen. Ich selber wurde noch nicht gepusht. Und dann auch von wem bitte? Wer würde mich denn schon freiwillig pushen? Hä? Mann. Also so richtig, nein, noch nicht. Aber gut, ich brauche das nicht. Ich mache das alles alleine. Ja, yeah, genau. Aber ansonsten finde ich das auf YouTube eigentlich ganz gut. Dass es halt Leute gibt, die anderen unter die Arme greifen. So. Und dadurch natürlich den ein oder anderen Abonnenten bekommen. Ja. For sure. Der Mammut muss da drauf gehen. Oh ja. Ansonsten kann ich dazu jetzt auch nicht wirklich viel sagen. Naja. Aber so ist doch schön, wenn ihr gepusht werdet von irgendeinem. Ne? Ne? Ja, das ist doch sehr schön. Und nämlich will natürlich niemand. Ich bin ganz allein. Okay, da fahre ich nicht hoch. Sicherlich nicht mit meinem Lowlife. Aber gut, bevor ich hier noch rumheule, würde ich mal sagen, fangen wir dran mit den 3 Fragen. Mit Antworten heute natürlich wieder mit Top-Themen. Ich muss mir nur noch mal schnell raussuchen, welche ich noch vortragen will. Denn... Es sind Fragen dabei, die, sage ich mal, lustig sind, oder... Naja, lustig kann man das jetzt auch nicht nennen, aber... ja, es geht. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hab hier meinen Zettel. Oh, verdammt, die Leitung bricht. Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, musste jetzt mal sein. Ja, Thema Zahnbürste. Ja, hört sich gut an. Und zwar, warum haben denn elektrische Zahnbürsten einen kleinen Kopf? Ne, diesen runden kleinen Kopf. Boah, das ist natürlich einfach, ne? Also, es ist praktischer. Es ist angenehmer im Mund. Und der Elektromotor kann das einfach besser bewegen. Das Putzergebnis wiederum ist bei einem größeren Kopf besser. Der kleine Kopf aber kommt durch seine schnellen Bewegungen, also vom Motor halt, ja, weiter in den Mund hinein, sag ich mal so. Also er kommt halt an Ecken, an die ein großer Kopf nicht kommen kann. Scheiße. Also immer dieses zweideutige. So.
Eieiei. Drei Stück mit Isida. Das ist ja wohl die totale Verarsche. Leute. Wie soll ich denn hier jemanden holen, wenn alles Isidat wird? Ja, stirb. Stirb. Ahaha, stirb. Nein. Okay. Warum müssen Astronauten beim Start Windeln tragen? Also das wusste ich noch nicht, dass die überhaupt Windeln tragen müssen. Also tut mir leid, das ist neu für mich. Aber die Antwort habe ich auch. Also, die Rakete hat natürlich beim Start eine sehr hohe Beschleunigung. Das ist wohl jedem klar. Und durch diese sehr hohe Beschleunigung werden die Flüssigkeiten nach unten gedrückt. Die kommen also in die Blase und bevor dann der, ja, bevor dann die Unterhose nass ist, ist dann lieber die Windel nass, oder? Keine Sorge, die sind sicherlich nicht von Pampers. Oder so heißt doch die Firma. Ist mir auch eigentlich egal. Nein, Mann, überall Isida, Isida, Isida. Mehr kann ich also nicht sagen. Was haben wir noch so Schönes? Ja, das passt jetzt auch noch zu meinem Blatt, das jetzt nicht mehr wie neu aussieht. Aber warum ist das eigentlich so, dass wenn man ein Blatt knickt, es nicht mehr am Ende, wenn man es halt wieder aufklappen würde, so neu aussieht? Oder ja, die Falten, die bleiben natürlich im Blatt erhalten, aber warum? Das Blatt, das besteht aus kleinen Holzfasern. Das ist wohl jedem sicherlich klar, dass Papier, ne, das wächst ja nicht auf Bäumen. Natürlich wächst das auf Bäumen, aber egal. Es wird halt aus Holz hergestellt, ne, aus Recycling, blablabla. Aber irgendwann muss dennoch ein Baum dran glauben. Oder die Unterhose vom Nachbarn. Wie ich darauf komme, weiß ich auch nicht. Ja. Also, es besteht natürlich aus Holzfasern und die sind mehr oder weniger flexibel und elastisch so. Also die kann man natürlich halt biegen, ne? Sonst wäre natürlich ein Blatt steif und man könnte damit einem den Schädel einschlagen. Manche Lehrer hätten das vielleicht sogar verdient. Was, eine 6? Moment, ich nehme mal ganz kurz meinen Block und bam, weg sind sie. Ja, so weit soll es natürlich nicht kommen. Deswegen kann man ein Blatt schon bis zu einer gewissen Grenze biegen. Und dass halt, sage ich mal, sichtbare Schäden auftauchen. Knickt man aber ein Blatt, dann reicht das leider nicht mehr aus. Die Holzfaser brechen. Und ja, dadurch geht natürlich diese Flexibilität verloren. Und der Knick bleibt noch immer im Blatt. Weil halt diese Holzfasern brechen. Traurig, aber wahr. Ja, da kann ich mal die drei Fragen abhaken. Nicht, dass ich die irgendwann mal wieder vorlese. Check, check und check. Dann habe ich noch 6 andere. Juhu, das reicht noch für 2 Teile. Den nächsten gibt es dann, ich weiß nicht, vielleicht nächste Woche. Oder irgendwann am Ende dieser Woche. Vielleicht an am Wochenende. Mal sehen. Ich finde aber, dass 2-3 Videos in der Woche schon okay sind. Natürlich gibt es welche, die, sage ich mal, mehr oder weniger übertreiben, weil man das jetzt auch nicht übertreiben nennen kann. Wenn man jetzt, sage ich mal, jeden Tag ein Video macht, ist es ja okay. Doch wenn man an einem Tag 3 Videos macht, dann sollte man sich echt überlegen, ob das das Richtige ist. Denn mit der Quantität sinkt natürlich auch die Qualität. Ja, ein schlauer Mann hat das mal gesagt. Wer das ist, weiß ich nicht. Ich habe ich gerade gesagt. Ich bin der schlaue Mann. Das Game ist eh gleich vorbei. Noch 5 Kills und dann Chiseli. Chiseli, Chiseli, Chiseli. Ah, diese Reichweite. Ah, ich sterbe langsam. Vor allem, ich kann die nicht umbringen. Ich kann niemanden von denen umbringen. Wenn ich auf den Typen mit schafft... Oh, ich war der 100. Nein, doch nicht.
Doch. Ich war der 100. Nein! Aber dennoch, noch ein Battle. Wenn man jetzt wirklich an einem Tag 3 Videos hochladen sollte. Autsch. Dann ist es so, ganz schnell, zack, Video machen, bearbeiten, hochladen. Hopp, hopp, hopp. Nicht noch einmal angucken, ob da vielleicht ein Fail drin ist oder so. Einfach machen und hochladen. Na gut, bei mir ist es auch nicht wirklich anders. Aber ey, ich muss mir das Video dann nochmal angucken, um halt eventuell so Stellen rauszufinden und so weiter und so fort. Du wisst ja alles. Wisst ihr natürlich alles. Wisst ihr alles als professionelle Let's Player. Nein. Ihr seid gar nichts. Ihr seid nichts. Ihr seid ein Haufen Elend. Ja, genau das seid ihr. Und deswegen habt ihr mich abonniert. Nein, das war natürlich alles Spaß. Ihr habt noch Träume und Hoffnung und die will ich euch nicht rauben. Ja, des Weiteren finde ich, alle Tanky Online Let's Player haben was zusammen. Gemeinsam. Okay, wenn ich alle sage, bin auch ich damit gemeint. Nein, und das ist nicht der Fakt, dass sie das Spiel spielen, denn das setzt wohl, glaube ich, voraus, dass man ein Tanky Online Let's Play macht. Manche, die wissen, glaube ich, gar nicht, was ein Let's Play so wirklich ist. Also, ich habe das Gefühl, dass es so ist. Dass es so ist, wie es ist. Denn manche haben vielleicht nicht das Geld dafür, sich einfach mal ganz kurz ein Mikro zu holen. Das muss ja auch nicht gerade das Beste sein am Anfang. Aber dennoch, da steht zum Beispiel Let's Play Tanky Part Nummer 5398. Okay, da sollte ich mir doch vielleicht Gedanken machen. Aber sagen wir mal Part 1. Dann geht das Video eine halbe Stunde. Ja, gut, jetzt müssen wir erstmal Leute finden, die das wirklich dann angucken. Eine halbe Stunde lang. Aber das ist ja nicht das Problem. Wenn es unterhaltsam ist, ist es okay. Dann verfliegt ja die Zeit wirklich. Aber wenn dann das Game ohne Kommentar abläuft, dann ist es schrecklich. Das ist ja so, wow, ich gucke mir jetzt eine halbe Stunde an, wie er spielt, höre nur das Geballere. Ja, da kann ich auch selber ganz kurz in ein Match reingehen und eine halbe Stunde zocken. Hat denselben Effekt. Also ich weiß nicht, was das bringt und das auch noch dann Let's Play zu nennen. Wenn man das Gameplay nennen würde, wäre es ja okay. Aber Let's Play, das ist dann zu viel des Guten. Also, ja, kann ich hier hoch? Ja, ich schaff das. Also das hat den Namen dann wirklich nicht verdient. Und das Lustige ist dann auch immer, welche Kamera die benutzen. Wirklich die meisten benutzen das Aufnahmeprogramm, wie heißt es, Bandicam oder so. Was zur Hölle? Leute! Kauft euch wenigstens die Lizenz oder crackt es, aber das ist scheiße, wenn das da oben steht als Wasserzeichen. Ich find's einfach so blöd, wenn's halt da steht. Natürlich könnt ihr es anders sehen und sagen, ja, bla bla, ich habe ja das Geld nicht dafür. Da kann ich sagen, okay. Wisst ihr, es gibt so eine süßen Videos auf YouTube, die kann man sich angucken. Und dann mit ein paar Handgriffen das Programm kostenlos bekommen. Das ist natürlich dann auch so, mache ich das jetzt wirklich, will ich dem Hersteller einfach zeigen, okay, das Programm ist cool, aber ich werde dafür nicht bezahlen. Das ist natürlich irgendwie so, auch so eine Sache, blöd ist das natürlich, aber am Ende freut man sich, weil man das Programm hat. Also ich finde, manche Programme, die sollte man vielleicht unterstützen. Natürlich meine, nein. Meine sind eh kostenlos. Aber zum Beispiel Sony Vegas. Ich kenne keinen, der sich das gekauft hat. Wirklich. Keinen. Ich weiß auch nicht, wer sich das kaufen würde. Denn ich meine mal, das Programm, das kostet 700 oder 600 Euro. Ja, Mutti, ich komme mal schnell Sony Vegas. Okay. Aber komm vor dem Essen nach Hause. What the? Das ist doch dumm. Also wenn der Preis enorm hoch ist, dann bleibt einem nur noch die Option, es zu cracken oder sich einen Job zu besorgen.
oder das Konto von den Eltern leer zu räumen. Achtung, nicht nachmachen. Verletzungsgefahr. Ich kenne das zwar jetzt nicht, also ich habe jetzt keine Erfahrung damit, schnell mal die Karte von meinen Eltern zu nehmen und dann... Aber es soll ja so eine Leute geben, ne? Laut ZDF und ARD und RTL ist Medien zum Beispiel auch sehr weit verbreitet mit enormen Schulden. Und da gab es dann noch so ein geiles Spiel. Ich weiß jetzt nicht welches. Auf jeden Fall irgendein 11-jähriges Kindchen dachte sich mal, ich bin da jetzt so cool in dem Spiel. Ach, was für... Okay, da mache ich mit... Okay, ich schaff das nicht. Also sowas finde ich auch scheiße, wenn sich Leute selbst vernichten, indem sie einfach runterfahren. Wenn das irgendwie passiert in der Flucht oder so, da muss man hier irgendwie so... Halt, ist mir auch manchmal passiert. Wenn ich zum Beispiel da bin, und dann batz bin ich weg, weil ich halt zu blöd bin, um zu fahren. Dann ist das ja noch okay, aber wenn dann Leute wirklich ohne Rücksicht auf Verluste einfach mal rausfahren, damit der Gegner keinen Kill bekommt und damit auch keine Erfahrung, die ihm eigentlich ja zustehen, weil er den halt getötet hat oder fast getötet hat, dann ist das doch echt asozial. Na, ich reg mich mal wieder auf, nein. Aber ich rede ja freundlich mit dem Herren und dann habe ich ihm in die Fresse, wisst ihr ja. Okay, 5-7, das ist eine geile KD. Ich hatte mal eine 6-0er, davon habe ich ein Bild gemacht. noch geht's ihm gut. Ja, über was lohnt es sich noch zu reden? Wo war ich denn eigentlich gerade? Ja, keine Ahnung, benutzt einfach Fraps oder so für eure Videos. Ich meine, es gibt genügend Videos, die zeigen, wie man sich das Ganze kostenlos holen kann. Also, macht das. Scheiße, ich habe gerade welche aufgefordert, illegale Sachen zu machen. Macht das nicht! Kauft euch das Programm, meinte ich. Ja? Nein, natürlich nicht. Doch, macht das. Macht, was ihr wollt. So, jetzt habe ich mich gut rausgeredet. Macht einfach, was ihr wollt. Noch irgendwas? Dann gibt es auch noch so einen richtig geilen Herren, der auch ein paar kleine Videos von dem Spiel gemacht hat. Oder noch welche macht, keine Ahnung. Also auch wieder Let's Plays. Mann, es gibt so viele Let's Player. Sein Video habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, eine Minute gesehen und danach hatte ich keinen Bock mehr. Denn es war so schrecklich toll. Ich will hier keinen Namen nennen, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Hab den Namen schon wieder vergessen. Aber wie er die Videos gemacht hat, Mann. Wirklich, eine Schlaftablette. Das war's. Der Anfang schon. Hallo, herzlich willkommen. Heute spielen wir mal Tanky Online. Und ich bin hier. Okay, jetzt fahre ich mal dahin. Was mache ich jetzt? Oh nein, da ist ein Gegner. So, jetzt benutze ich mal Firebird. Ja, gut, jetzt habe ich mich selber getötet, weil ich halt hier nicht mehr rausgekommen bin. Okay, ich bin wieder gespawnt. Jetzt kann es losgehen. Ich fahre jetzt am Bild. Ah, nee, hier ist ein Gegner. Den werde ich mal ganz kurz töten. Verdammt, er hat mich getötet. Ja, was mache ich jetzt? Ah, genau. Ich fahre jetzt einfach mal hier hin. Guck mal, was da so abgeht. Ja, abonniert mich. Das ist da. Also ich weiß nicht, ich könnte es vielleicht mal versuchen, so ein Teil richtig in dieser Sprechweise zu machen. Ich würde es aber sicherlich nicht aushalten, weil das einfach, ja, blöd ist irgendwie irgendwo, ne? Das ist, als ob man sich eine Hörkassette holen würde. Eine Kassette, genau, in den Zeiten, 2013, und eine Kassette. Mann. Bin ich ein Technikfreak. Nein. Natürlich eine MP3-Datei, ne? Keine Kassette, Mann. Was bin ich denn für einer? Loser!
Ja, genau. Man sieht doch das, ne? Man guckt sich doch das Video an. Und dann sieht man, wo man gerade ist, was man gerade macht und so weiter und so fort. Wenn man das aber nun auch kommentiert, und zwar die ganze Zeit kommentiert, das ist dann langweilig, finde ich. Natürlich gibt es Leute, die sagen, oh ja, genau das will ich, hier und jetzt. Aber zu denen gehöre ich leider nicht. Und scheiße wäre es dann noch, wenn jemand Sprüche vom anderen klaut. Das wäre die Oberkacke. Aber die Oberkacke schlechthin. Wenn ich irgendeinen sehen würde, oder irgendeinen mal finden würde, der sagen würde, ich sieh dat mich. Also dann wäre alles vorbei. Der hätte einen Block von mir verdient. Aber das wäre dann der... Nein, ich glaube nicht, dass das der erste wäre. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei auf meiner Blockliste. Seit geraumer Zeit sind die da und kommen auch nie wieder weg. Ach, wer? Ist mir auch egal. Hauptsache geblockt. Zweimal Rager. Ach nee, schafft. Tut mir leid. Schaftbefehl war wieder hier. Ja. Sowas macht man doch nicht. Man klaut nicht von anderen. Und man sieht... Ja, komm! Wieso wird das klein geschrieben? Ich habe es groß geschrieben. Ich will schreien. Ach, Mann. Also gut, sowas regt mich dann natürlich schon ein bisschen auf. Aber ich werde ruhig bleiben und mit demjenigen reden und ihn dann in die Fresse treten. Das war ein Stunt. Ja, das war ein Stunt. Ah, meine Zickkristalle. Ja, ich glaube schon, das war ein Stunt, ja. Ansonsten, easy, dat mich weiter. Ja, genau mich. Nur mich. Denn ich werde irgendwann Platz 1 der Tanky Online Let's Player sein, die es gibt. Okay, ich bin, glaube ich, jetzt schon im oberen Drittel, aber egal. Ansonsten wieder die Faust zusammenballen und dann gegens Mikro hauen. Haut darin, bis zum nächsten Mittwoch. Und damit auch bis zur nächsten Tanky Time oder vielleicht zur Vorpremiere der Tanky Time am Montag, Dienstag oder wann auch immer. Aber Tanky Time, die bleibt bestehen. Bis eventuell bis zum September. Danach muss ich den Tag vielleicht verändern, weil die Schule dann bis 16 Uhr geht. Von Montag bis Mittwoch ist dann bis 16 Uhr. Und erst am Donnerstag wird das dann etwas entspannter. Und als ich gehört habe, jede Woche eine Klausur, dann wäre ich immer sofort rausgegangen. Denn ich dachte, die Ausbildung ist etwas entspannter, aber jede Woche eine verdammte Klausur? Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber dennoch, ich werde das durchziehen und eventuell werde ich ja mein Dings dann bestehen, meine Ausbildung. Und dann darf ich mich Fachinformatiker in Anwendungsentwicklung nennen. Wow, was für eine Ehre, fällt mir gerade auf. Das ist ja sehr toll. Ansonsten Faust zusammenballen, gegens Mikro halten und dann haut darin.